Hi, Christian hier von der Aktienrunde, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Trading neben dem Beruf. Ja, wir haben in der letzten Zeit nochmal einige Mails von euch bekommen. Hierzu erstmal vielen Dank. Und zwei Mails davon, auf die will ich heute ein bisschen näher eingehen. Alles Weitere habe ich eigentlich schon mehr oder weniger mit dem Team zusammen beantwortet. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen zwei Mails. In der einen Mail ging es darum, dass jemand von euch aus der Community mit plus 500 tradet und Probleme hat beim Einrichten der Trades für unsere Forex Power Signale. Bedeutet, wir schicken euch, wenn ihr die Power Signale von uns abonniert habt, ja jede Woche drei konkrete Trading-Ideen, die ihr danach traden könnt. Und ja, bei plus 500 ist das Ganze auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlich, beziehungsweise man kann es leicht übersehen, wie man das Ganze einrichten kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch das heute in diesem Video nochmal ganz einfach erklärt, wie ihr, wenn ihr mit plus 500 am Traden seid, unsere Power-Signale einrichten könnt. Natürlich gilt das Ganze natürlich nicht nur für die Forex-Power-Signale, sondern ihr könnt auch ganz normal eure Order. Wenn ihr auch ja, ohne Forex-Power-Signale tradet, könnt ihr trotzdem dann auf diesem Weg ganz einfach eure Order erstellen. Und zum anderen, noch kurz von weg, zur zweiten Mail, die mir ins Auge gefallen ist. Einige von euch haben unsere Forex-Power-Signale abonniert. Allerdings haben sie das Problem, dass bei ihrem Broker nicht alle Währungspaare, die wir eben in den Forex-Power-Signalen vorstellen, verfügbar sind. Und da kann ich euch wirklich nur plus 500 ans Herz legen, denn plus 500 ist halt ein Broker, der wirklich sehr, sehr viele Assets bzw. Währungspaare anbietet und könnt ihr euch auf jeden Fall mal ganz in Ruhe anschauen. Demokonto und so weiter und so fort findet ihr natürlich wie immer unterhalb vom Video. Gut, jetzt zurück. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier einrichten. Wenn ihr quasi unsere Forex Power Signale nachtraden wollt. Ich gehe jetzt einfach mal hier bei die Devisen. Holen wir zum Beispiel mal den Euro Großbritannischen Pfund. Wenn wir jetzt euch hier ein Signal zuschicken, sage ich mal für einen Verkauf, dann klickt ihr einfach hier auf Verkaufen, ganz normal wie jedes Mal. Dann habt ihr hier diese Maske, wo ihr dann halt eingeben könnt, wie groß eure Order wird und so weiter und so fort. Wichtig ist hierbei dann hier ein Klick auf Erweitert. Dann könnt ihr unter anderem einen Trailing Stop einrichten und ganz wichtig für unsere Forex Power Signale eben nur verkaufen, wenn der Kurs gleich diesen Wert hat. Und jetzt seht ihr hier unten ist so eine gelbe Markierung, die zeigt euch an, wenn wir, können wir hier, könnt ihr das besser sehen. Ja, dort könnt ihr den Kurs eingeben, an dem quasi eure Verkaufsorder dann ausgeführt wird. Ne? Und nichts anderes ist es, was ihr letzten Endes für die Umsetzung von unseren Forex Power Signalen benötigt. Ne? Deswegen ist eigentlich wirklich ziemlich simpel. Man muss halt nur wissen, dass wir hier nur einen Klick auf diesen Reiter hier benötigt und dann kann man alles weitere hier einstellen. Ansonsten gibt es hier noch Infos zum Hebel. Und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr euch ganz in Ruhe nochmal anschauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das schon eigentlich für dieses kurze Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ansonsten sehen wir uns wie immer in aller Frische beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Christian von der Aktienrunde. Macht's gut.